Diese lange Röhre im Niemandsland ist der genaueste Zollstock, den Menschen je gebaut haben. Ich bin zum weltweit größten Detektor für Gravitationswellen gereist, zum LIGO, etwa eine Autostunde von New Orleans entfernt. Scott McCormick ist Vakuumingenieur und inspiziert regelmäßig die Röhren. Und schon beim kleinsten Leck müsste das gesamte Experiment für Monate abgebrochen werden, erzählt er mir. Eine lange Röhre. Das ist eine unserer kostbaren Messstrecken. In dieser Röhre haben wir ein einzigartiges Vakuum hergestellt. 10 hoch minus 9 Torr. Unglaublich. Das muss also wirklich dicht sein hier. Ja. Das hier ist die Schweißnaht. Auf der gesamten Strecke von 4 Kilometern perfekt gearbeitet. 4 Kilometer. Das ist eine Menge Pumperei. Die Wissenschaftler benutzen einen Laser, um Gravitationswellen zu messen. Die Laserstrahlen sollen sich möglichst ungehindert bewegen. Deshalb ist auf ihrer Laufstrecke ein Vakuum nötig. Das Messprinzip von LIGO. Ein Laserstrahl wird aufgeteilt in 2 identische Strahlen. Die durchlaufen eine 4 Kilometer lange Messstrecke. Je länger sie ist, umso genauer das Signal. Die Strahlen werden zurückgeworfen und überlagern sich. Kommt es nun durch eine Gravitationswelle zu einer winzigen Längenänderung, verändert sich auch das Überlagerungsmuster. Und dieses wird im Fotodetektor erfasst. Wenn Albert Einstein das sehen könnte. Vor 100 Jahren hatte er noch gezweifelt, ob man Gravitationswellen überhaupt messen könnte. Doch die Forscher haben die Empfindlichkeit des Detektors immer weiter verbessert. So viel Technologie, so viel Aufwand, um ein so winziges Signal zu messen. Inzwischen erfasst LIGO Längenänderungen von 1 Milliardstel Meter. Der Laserraum. Hier müssen alle Mitarbeiter nicht nur eine Laserbrille tragen, sondern komplett bedeckt sein. Jede Hautschuppe, jedes Haar würde den Strahlengang verunreinigen und damit die Messung unbrauchbar machen. Die LIGO-Laserexperten kontrollieren die Steuerungselemente zur Stabilisierung des Lasers. Von hier aus wird der Laserstrahl dann auf die Messstrecke geleitet. Die Wissenschaftler wollen ein winziges Signal aus dem Universum erfassen. Und das mitten auf der lärmenden Erde. Im Kontrollraum versuchen sie, die laute Geräuschkulisse unseres Lebens herauszufiltern. Wenn in diesem Moment Gravitationswellen ankommen würden, könnten Sie die erfassen? Ja, die könnten wir messen. Und das trotz aller Störsignale auf der Erde? Das sind ja alle anderen Aktivitäten. Wir haben Zehntausende andere Geräuschquellen auf unserer Erde. Damit wir sie von den Gravitationswellen unterscheiden können, zeichnen wir sie dort drüben auf den Monitoren auf. Das ist ein Erdbeben. Aha. Wir haben Seismographen, die die Bewegung der Erdoberfläche messen. Aber wir messen damit nicht nur Erdbeben. Wir messen auch Menschen. Diese blauen Kurven zeigen uns, dass jemand draußen an unserer Anlage herumläuft. Wir messen auch Ozeanwellen im Golf von Mexiko, die an die Küste schlagen.
Und dann gibt es hier menschliche Aktivitäten. Hier messen wir, was die Menschen in unserer Region innerhalb der letzten 6 Stunden gemacht haben. Zuerst haben sie noch geschlafen, dann wachten sie auf, dann sind sie zur Arbeit gefahren. Manchmal sehen wir sogar einen Zug. Alle Störgeräusche, die die Gravitationswellen überlagern könnten, sind in einem hörbaren Frequenzbereich. Sehr tief oder sehr hoch. Also versuchen wir, den stillsten Ort auf der Erde zu erschaffen. Die beste Konzerthalle der Welt, sodass man eine Stecknadel fallen hört. Diese stille Anlage im Niemandsland von Louisiana hat eine der fundamentalsten Fragen der Physik beantwortet. Es gibt sie doch, die Gravitationswellen. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen. Also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal. Denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.